Herzlich willkommen zurück zu Portal. Nein, nicht Portal. Ich glaube, ich habe schon mal Portal gesagt. Temporal natürlich. Bei Portal reist man nämlich mit Portalen durch den Raum, bei Temporal aber durch die Zeit. So, und dieser Level hier ist der erste richtige Bosskampf. Ich habe beim Durchspielen vor 2 Wochen ungefähr habe ich gefühlt 20 Versuche gebraucht für diesen Level. Ich hoffe, diesmal klappt das besser. Das Passwort. Hä? Was? Passwort. Oh, achso, richtig. Das kenne ich doch. Jeremy. Nein, Joshua. Haha, das war einfach. Ignorant Fool. Ja, komm. Ich will doch nur diese zentrale Lift-Dingens kaputt machen. Was ist die zentrale Lift-Dings? Ich dachte, du warst größer. Oh, oh. Ups. Ja, und wie man sieht, dieses Viech schießt regelmäßig, nämlich bei immer die alle 10 Sekunden schießt er und immer wenn Sekunde. Genau. Ich musste gerade was bei der Aufnahme ändern. Bei 9 Sekunden, also wenn die letzte Sekundenzahl 9 ist, dann beginnt er zu zielen. Und so 1-2 Sekunden danach kommt der Schuss. Das heißt, man kriegt eine kleine Vorwarnung, dass man jetzt besser ausweichen sollte. Und danach sollte man dann möglichst schnell abhauen. Okay, das war knapp. So, der hier wird gebraucht, hier. Weil er gerade am Anfang in seiner Rage, in seiner Rache oder in seinem ersten Schuss den orangenen Block zerstört hat. Das macht einfach die Tür auf, die ich da gerade auf dem Weg nach oben durchquert habe. Jetzt ist die Plattform kaputt. Aber egal. Also, was man hier machen muss, ist... Naja, es gibt ja diese komischen rotierenden Teile. Und die muss man zerstören. Jetzt hat der Roboter natürlich keine Waffen. Wie ihr sicher schon kennt aus den vorherigen Folgen. Und deswegen... mache ich mir hier die Schüsse der zentralen Lift-Intelligenz zunutze. Um bei 3 Minuten 10 und bei 3 Minuten 20 jeweils, also erstmal nur das erste rotierende Teil abzuschießen. Das zweite jetzt abzuschießen wäre reichlich sinnlos. Was ich jetzt natürlich machen muss, ich muss hier natürlich alle drei gleichzeitig abschießen, ne? Hieß das dritte. Weil man hat ja gerade gesehen, ich habe es zwar abgeschossen, aber kurz danach ist es einfach wieder da gewesen. Und was man hier machen muss, ist alle drei gleichzeitig abschließen. Und wie schon so oft in diesem Spiel, besteht die Lösung darin, in der Zeit zurückzureisen. Und das tue ich jetzt. So, wie immer, schön drüber fliegen, damit da auch nichts schief geht. Das könnte noch zum Verhängnis werden. Ich sollte am besten die unteren Zeitkapseln nicht benutzen. So, ich muss jetzt zurück zu, ich glaube, kurz vor 2 Minuten. Und da zielt er auch gleich schon wieder. Zum Glück bin ich noch rechtzeitig hochgeflogen. 8, 9 und los. Schießt er? Nein, Glück gehabt. Gerade nach dem Schuss bin ich da, glaube ich, angekommen. Ist im Prinzip perfekt. Das dürfte jetzt kurz vor dem Schuss gewesen sein. Yep. Also schnell hoch ausweichen. Dann dem nächsten nochmal ausweichen, um mehr Zeit zu haben, in der Zeit zurückzureisen. Weil so viel dürfte ja auch nicht mehr fehlen. Also ich muss zu 1,40, mindestens 1,29, okay. Gut. Jetzt muss ich aufpassen. Ah, das war wahrscheinlich doch ein bisschen zu früh. Genau, da kommt der erste Schuss. Jetzt darf ich natürlich nicht zwischenreihen spielen. Also insbesondere, hat man gerade gesehen, vor der Zeitreise zurück gab es nur einen Strahl. Jetzt gibt es natürlich zwei Strahle. Es gibt zwei Roboter, also schießt er auch doppelt.
Wenn ich dann gleich zum dritten Mal, also zum zweiten Mal noch zurückreise und zum dritten Mal da bin, gibt es natürlich drei Strahle, so wie jetzt hier auch gerade. Und man muss halt aufpassen, dass man die Vergangenheitsroboter nicht aus Versehen abschießt. Das funktioniert ganz gut, indem man, wie ich das hier mache, zuerst den Rotor ganz unten links abschießt und sich dann halt Stück für Stück nach oben vorarbeitet. Hier noch nicht. Es war der bei, ich glaube, der nächste und der übernächste. Ich weiß nicht, ob man es genau gesehen hat, aber ich habe gerade beim ersten Mal auf dem Weg nach oben drauf geachtet, nur die ganz linke, die hier, nur diese ganz linke Glasplattform zu benutzen. Weil ich wusste, bei dem Schuss hier entsteht sonst ein Paradoxon und das habe ich jetzt schon Mist. Tut mir leid, das muss ich dann nochmal von vorne machen. Das ist genau das Problem bei diesem Level. Einmal nicht aufgepasst und dann muss man wieder von vorne anfangen. Man kann nicht zwischenspeichern. Ja, ich hoffe, ich kriege das hin innerhalb einer Folge. Wenn nicht, wäre halt blöd, zwischendurch zu schneiden. Würde die Spannung für euch erhöhen, natürlich. Naja, es ist auch umso schwerer, je länger man braucht, um hier runterzukommen. Deswegen versuche ich jetzt mal gleich den ersten Schuss zu treffen und nicht erst den zweiten. Aber trotzdem will ich zwei Schüsse haben, um nachher eine zweite Chance zu haben. Also jetzt eben bei 2 Minuten 50 und bei 3 Minuten. So, das hier ist nicht weiter schlimm. Wenn die erste Plattform fehlt, die ist jetzt auch nicht tragisch, die brauche ich ja nicht mehr. Und wie gesagt, hier muss ich damit rechnen, dass nachher tatsächlich nur noch die linke Plattform da ist. Und deswegen, stelle ich mich blöd an. So. Aber die muss auf jeden Fall da bleiben, sonst kommt man dann nachher gar nicht mehr hoch. Die hier unten brauche ich, wenn es gut läuft, gar nicht. Deswegen ist es mir lieber, hier unten geht ein Schuss durch, als da oben. Genau, jetzt nochmal den Schuss hier nach oben und dann ab nach damals. Schwierig, über Zeitreisen zu sprechen. Ab nach damals trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Das könnte jetzt gut passen. Ja, genau bei 0 angekommen. Also die letzte Ziffer war die 0 von der Zeit. Und das war zu früh. Jetzt kriege ich den Schuss ab. Fliegen. Und damit habe ich natürlich jetzt 3-4 Sekunden verloren, die ich glaube ich schon wieder verloren habe. 5, 6, 7, 8, 9. Nein! Ach, ich stelle mich gerade so blöd an. Jetzt aber. Hoffentlich Chrono-fragge ich mich jetzt nicht gleich. Also gleich noch ein Stück zurück. 2 Minuten sollten reichen. 1,50 draußen. Nein, da habe ich zu lange gebraucht. Ja, das ist das andere Problem dabei. Je länger man oben Zeit reist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man abgeschossen wird. Im Prinzip ist der Level echt gut, aber es ist halt sehr frustrierend, wenn man es nicht gleich schafft. Weil man, ich sage, gut, wenn ich jetzt gleich am Anfang scheitere, geht's noch. Aber wenn dann der dritte irgendwie durch Blödheit aus Versehen abgeschossen wird, dann ist das wirklich ärgerlich. Und dann ist halt die ganze Arbeit für die Katz. So, hier kürze ich mal ab. Dann kriege ich schon den 40er? Nee, kriege ich nicht. Also wieder die 50 und die 3 Minuten. 2,50 und 3 Minuten. Und bei der 7 hochfliegen, kurz halten. Ah,
Also man sieht auch, wenn die Rotorblätter sich wieder zusammensetzen, kommen da auch so Feuerbälle raus. Das ist hier jetzt nicht so ein Problem, aber bei dem da und bei dem nächsten kann es durchaus passieren, wenn man direkt runter stehen bleibt. Ah, jetzt habe ich Mist gebaut. Ich muss damit rechnen, hier runtergefallen zu sein. Wenn man da dran stehen bleibt, dann stirbt man natürlich auch. Ganz besonders hier, weil man da auch mittendrin steht. Das ist mir beim ersten, also beim letzten Durchspielen vor 2 Wochen genau einmal passiert. Ja, sowas passiert einmal, dann weiß man's. Ärgerlicher finde ich da das Zeitreisen hier oben, weil man halt echt nach dem Loslassen, um zurückzureisen in die Vergangenheit, noch so 1, 2 Sekunden lang verwundbar ist für die Schüsse. Ja, das war blöd. 6, 7. Bei 7 hochfliegen und ab zurück. Das ist gut, da kann ich gleich weiter zurück. Ich versuche jetzt einfach mal die 1 zu treffen. Okay, die 2. Wenn ich mich bei der 1 vertue, bin ich bei der 0, aber wenn ich mich bei der 0 vertue, bin ich bei der 9, dann kriege ich den Schuss ab. Ja, das war, genau die 0. Und jetzt noch eine halbe Minute. Kommt, noch eine halbe Minute. Ich glaube, 2 Minuten sollte passen. Sehr schön. Wurde abgeschossen? Nee, gut. Okay. Der Vergangenheitsroboter lebt noch. Oder? Ja, er lebt noch. Sehr schön. Jetzt muss ich den Schüssen hier ausweichen. Und ich will den gar nicht überholen, weil, wie gesagt, sonst habe ich die Gefahr, den aus Versehen abzuschießen. Irgendwo zwischen mir und der zentralen Lichtintelligenz. Und ich krieg's vielleicht noch gar nicht mal mit oder so. Das wäre blöd. So, jetzt ein bisschen weiter rechts stehen bleiben, damit der linke Glasblock ganz bleibt. Jetzt nicht runterlaufen, sonst werde ich nämlich von dem Teil zerstört. Von dem Feuer, das da rauskommt. Der zweite Versuch. Das ist jetzt harmlos. Meine Schüsse, die aktuellen Schüsse fliegen immer nur so weit, wie der Roboter tatsächlich von dem Viech entfernt ist, das war knapp. Das heißt, wenn ich jetzt zwischen dem Vergangenheitsroboter und dem Schussviech stehe, dann, naja, das macht halt nichts. Aber wenn halt die Vergangenheit, das, der Vergangenheitsroboter zwischen der Intelligenz und dem aktuellen Roboter steht, dann schieße ich den halt ab. 8, 9. 5, 6, 7 und hochfliegen. Genau, und zurück. Das könnte gerade auch knapp gewesen sein. Naja, das Schöne ist, wenn ich in der Zeitmaschine einen Roboter sprenge, dann kommt der in der Vergangenheit trotzdem an. Das war gerade sehr knapp. Schlimm ist es nur wirklich, wenn ich die Roboter, die. Ja, genau, jetzt habe ich Mist gebaut. Jetzt kann ich das auch wieder vergessen. Schlimm ist tatsächlich nur, wenn ich die außerhalb der Zeitmaschine oder also quasi den letzten Zeitsprung, wenn ich nach dem letzten Zeitsprung. Ich bin ja gerade immer mehrfach zurückgehüpft in die Zeit, jeweils so eine Minute immer, wenn ich nach dem letzten Zeitsprung den Roboter töte, weil er dann eben die Aktion, nämlich den Block unterschieben und die Rotoren abschießen, nicht mehr machen kann. In der Zeitmaschine abschießen macht zwar ein Paradoxon, aber ist ansonsten nicht wirklich schlimm. Rechts für die 40? Nein. Dann eben wieder für die 50. Diesmal versuche ich ein bisschen schneller hochzukommen. Nee, komm. Da musste ich gerade husten. Hab das Mikrofon ausgemacht. Hoffentlich hat man es nicht gehört. Ah, ja, genau.
das erinnert mich an das letzte Durchspielen. Ich versuch's mal auf die Art. Wie gesagt, beim letzten Mal durchspielen habe ich auch einige Versuche gebraucht. Ich bin jetzt schon bei einer Viertelstunde, sehe ich gerade. Ohne wirklich Erfolg zu haben. Vielleicht schneide ich nachher einfach die erfolglosen Versuche raus. Oder ich schneide die Tode zusammen. Oder wenn es unter einer halben Stunde ist, gibt es halt eine längere Folge. Wenn ich es unter einer halben Stunde schaffen sollte, da durchzukommen. Na, klappt das mit der 40? Na, nein. Schade. Ah, ich hätte oben nicht so lange warten sollen am Anfang. Vielleicht war das der Fehler. Ich glaube, wenn ich mich wirklich anstrengen würde, also richtig schnell wäre, dann könnte ich es schaffen bei der 40 und müsste dann 10 Sekunden weniger in die Vergangenheit reisen. Das hier war sauknapp, aber könnte die entscheidenden Sekunden sparen, um... da, das ist nicht gut. Okay, nochmal. Okay, also ich muss hier schnell sein, damit ich die 40 schaffe. Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Ich will die 40 schaffen, die 2 Minuten 40. Ach nö, nee, komm. So früh. Mach ich das Ganze nochmal. Ja, dieser Level ist nach dem Level mit den 10 oder 13 Sekunden zurückspringen, mehrfach und genau timen, wann man die Lichtschranken öffnet. Der zweitnervigste, so ein bisschen. Also ich meine, er macht schon ein bisschen Spaß, also ich mag das. Das ist eine Herausforderung. Aber es ist halt auch schwer. Und zeitweise auch ziemlich frustrierend. Immerhin habe ich jetzt die 40 geschafft, das heißt, ich kann unter Umständen besser durch die Zeit zurückspringen. Durch die Zeit zurückreisen. Ich versuche mal den Schuss bis hier hinten. Na, das hat sogar gereicht, sehr geil. Dann nach da hinten zu lenken, damit ich schon während der Schuss kommt, hier weiterfliegen kann. So, erst hoch über die beiden Blöcke und dann rüber auf den anderen. Das ist jetzt halb so wild. Nur der hier, oder beziehungsweise der hier braucht ja als letztes den Glasblock. Die anderen sind ja schon weiter auf dem Weg nach oben und kommen deswegen dann zuerst durch. Beziehungsweise der hier, der dritte, der muss ja gar nicht durch. Hauptsache der kriegt den letzten Glasblock und der zweite lässt den dritten Glasblock auch stehen. So, jetzt einfach auf die Gefahr hin. 8, 9, zack. Auf die Gefahr hin, dass ich die Zeitraummaschinen da unten brauche. Egal. Schieße ich einen Schuss durch. So, und zurück. Ah, da habe ich den 9 erwischt. Mist. Also hoch. Kurz warten. Und bei der 7, zwischen 7 und 8 wieder hoch. Und dann wieder zurück. Also muss ich noch einmal springen wahrscheinlich. Ich springe mal zu 31, dann kann ich gleich stehen bleiben. Und jetzt springe ich zu 1 Minute 50, nehme ich an. Yep, 1 Minute 51, sehr schön. Damit erzeuge ich immerhin keinen zweiten Schuss hier und das Vergangenheits-Ich wird nicht abgeschossen. Der Vergangenheitsroboter. So. Das war ganz schön knapp, hey, sehe ich gerade. Vorhin. So, jetzt warte ich kurz hier. Dann lasse ich ihn einfach runterfallen, genau. So, der lässt sich runterfallen. Ich lasse mich hier runterfallen. So, die 40. Genau, die 40 war das erste. Bisschen rechts stehen bleiben, damit der linke Glasblock übrig bleibt. Man hat ja auch gerade gesehen bei der beim letzten Schuss. Man kann da schon ein kleines Stück daneben stehen. Also der letzte Schuss beim ersten Rotor. Der ging ja ein ganzes Stück daneben und hat trotzdem ausgereicht. Also warum mitten reinstellen und riskieren, dass der linke Glasblock kaputt geht, wenn... das Problem war gerade, dass der Roboter jedes Mal, wenn er sich umdreht... Na, also ich drehe mich jetzt um und drücke sofort nach oben zum Fliegen, aber da sind so ein, zwei Sekunden, in denen er einfach nicht fliegen kann. Und ich habe mich gerade aus Versehen umgedreht, ich hätte einfach nur hochfliegen sollen. Dann wäre ich dem Schuss ausgewichen.
So, ich habe gerade zwei erfolglose Versuche nochmal rausgeschnitten. Beim ersten habe ich es versaut, unten den Rotor rechtzeitig zu treffen, und beim zweiten wurde ich direkt hier oben wieder abgeschossen. Ich glaube, damit ist meine Erklärung weg, warum es jetzt in der Aufnahme beim letzten Mal, warum es gescheitert ist. Das Problem bei dem Roboter ist ein bisschen, wenn man sich umdreht. Ich zeige es jetzt lieber nicht, das wird aber auf dem Weg nach oben wahrscheinlich schon vorkommen, dass ich die Richtung wechsle, nämlich hier gleich. Wenn der Roboter sich umdreht, ich drehe jetzt um und drücke sofort nach oben zum Fliegen, aber während er nach oben fliegt, kann er, also andersrum, wenn er sich umdreht, kann er nicht nach oben fliegen. Deswegen bin ich da gerade dem Strahl nicht ausgewichen. Ich hätte, statt mich umzudrehen, um auf die andere Seite von dem Strahl wegzufliegen, einfach direkt hochfliegen sollen und ein ganz kurzes Stück danach die Richtungstaste drücken sollen. Dann wäre ich dem Strahl erfolgreich entkommen. Ich rechne jetzt damit, dass ich hier unten das nicht brauche. Schießt das hier hin. Es ist übrigens wichtig, dass man hier zuerst das Rechte nimmt, weil man sonst unter Umständen sich selbst auf der linken Plattform auf der rechten Plattform abschießt, wenn man zuerst die linke benutzt. Aber wenn ich jetzt egal. Ach nein. Wenn ich jetzt nämlich zuerst links oben reise und dann hochfliege, um den Strahl von der Zeitplattform wegzulocken, dann geht der Strahl sehr knapp an der rechten Plattform vorbei. Und wenn ich dann nämlich danach wieder die rechte Plattform benutze, um zum zweiten Mal zurückzureisen in der Zeit, dann besteht die nicht allzu große, aber wenn sie dann eintrifft, ziemlich nervige Wahrscheinlichkeit, dass ich den aktuellen Roboter, den ich gerade spiele, abschieße aus Versehen, und damit habe ich dann eben nicht nur ein Paradoxon erschaffen, sondern das ganze Spiel, also den ganzen Level versaut. Man muss dann alles nochmal von vorne machen, vom Checkpoint zum Glück nur. Und deswegen immer zuerst die rechte Plattform hier benutzen und dann die linke. Alternativ könnte man vielleicht auch eine der unteren Plattformen benutzen. Aber hier hat man halt das Problem, dass man nicht richtig nach oben wegfliegen kann, um dem Schuss zu auszuweichen oder um den Schuss wegzulocken. Deswegen versuche ich das eigentlich mit den oberen beiden hinzukriegen. Ich nehme an, die unteren beiden sind dafür da, wenn man einen Vergangenheitsroboter aus Versehen abschießt, dass man nochmal runter kann und dessen Aufgabe nochmal übernehmen kann. Aber dann, naja, wird es halt nicht einfacher, wenn man hier nicht wirklich ausweichen kann. Das könnte ein Chronofrag werden. Nee. Puh, das war knapp. Egal, wäre nur ein Paradoxon geworden. 11. Wohin bin ich zurückgesprungen? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Ich will mich nicht Chronofragen. 30. Bei 3 Minuten 11. Das gibt keinen Chronofrag. Sehr gut. Puh, das war knapp. Glaube ich. Ach, das ist der initiale Schuss in alle Richtungen. Jetzt ausweichen. Jetzt mache ich Platz für den dritten Roboter links, damit er hier ein bisschen Platz zum Manövrieren hat. Stelle mich schon mal hier rüber. Huiuiuiuiui. Ja, es ist teilweise ein bisschen gefährlich hier. Aber die 40 war es ja schon, ne? Die 40 und die 50. Und jetzt nicht hingehen, sonst werde ich abgeschossen von dem Teil. Und weg hier.
schnell nach oben. Jetzt locke ich den Strahl mal hier hin. Damit ich hier gleich hochfliegen kann. Kostet zwar ein paar Sekunden, aber macht das Ganze doch deutlich einfacher. So, jetzt die linke Plattform nehmen. Bin ich vorhin drüber geflogen? Ich weiß es nicht. Der ist tot. Egal, nur ein Paradoxon. Der Level ist trotzdem geschafft. Das gibt ein Paradoxon? Ah, ne, doch nicht. Ja, mit 2 kann ich weiter. 3 Minuten 2, muss ich mir merken. Bei 3 Minuten 2 darf ich hier nicht mehr stehen. Aber das sollte hier machbar sein. Ich glaube, jetzt komme ich zurück. Super synchron. Jetzt fliegt er voll rein. Mist. Ach, Mist. Ja, dieser Level. Wenn man es richtig macht, klappt es gleich auf Anhieb. Und jeder kleine Fehler kostet halt 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wann er passiert. Immerhin, die 40 klappt wieder. Und dann kann ich auch gleich wieder zurück. Genau. Nicht den linken Glasblock abfießen. Den rechten Blöcken ausweichen. Und dann nach oben. Zurück. Drei Minuten 10, sehr schön. Gerade keinen Schuss erwischt. Ich stelle mal die Geschwindigkeit auf Präzision runter. Dann kann ich das vielleicht besser timen. 30, sehr schön. Das hat geklappt. Dafür geht es halt ein bisschen langsam, aber egal. Wenn ich es dafür schaffe, habe ich einige Sekunden bis eine ganze Minute danach gespart, um den nächsten Versuch, das ganze Spiel nochmal zu machen. Den ganzen Level. Ich versuche jetzt gleich mal dem Schuss, der da potenziell zu der linken oberen Plattform so geht, auch gleich auszuweichen. Auch wenn ich ihn noch gar nicht sehe. Falls da einer kommen sollte. So, diesmal klappt's. Weil wenn nicht, dann... Naja, dann halt nicht. Wenn nicht, dann ärgere ich mich. So, hier gleich umdrehen, ne? Dann kann ich nämlich hier gleich hochfliegen und alles ist gut. So, immerhin, den Fehler habe ich nicht wiederholt. Das ist die Zeitreise, glaube ich, die da gerade nach oben geschossen hat. Ja, klar. Das war ja eine Zeitreise. 6, 7,
9. Ich habe mich gar nicht erwischt. Ein Paradoxon, sehr schön. Und wieder langsam. 3 Minuten 21. So, danach, wenn ich dann zurückgesprungen bin zu vor 2 Minuten, fliege ich gleich nach ganz links. 42. Auch in Ordnung. Die 1 hätte ich, glaube ich, nicht mehr gekriegt. So schnell wie der Schuss da gerade kam. 48, 49 und die 10. Ah, die 10 ist gut. Oh, das war gerade knapp. So, und jetzt zurück zu 1. Weniger als 1,50, sonst kriege ich gleich den Schuss ab. 1,40 war, glaube ich, der erste richtige Schuss. Das heißt, also der Schuss in alle Richtungen war, glaube ich, hier so bei 1,45. Ja, genau, das ist der hier. So, und jetzt zielt es in genau die gleiche Richtung. Schön! Das heißt, die Ausweichroute ist jetzt für beide gleich. Der Schuss hier war flacher. Flacher ist auch kein Problem, also weiter nach links. Weil ich ja in der Vergangenheit immer nach rechts ausgewichen bin. So, yay, alle drei leben. Jetzt muss ich bloß aufpassen. Puh, das ist laut. Muss ich bloß aufpassen, dass ich hier nicht mehr sterbe. Hui, da muss ich kurz zurück. Ich wollte eigentlich nach vorne ausweichen, aber das waren jetzt die Schüsse der Vergangenheit, die das verhindert haben. So, die 40 hat schon mal nicht geklappt. Dann muss es eben die 50 werden. 46, 47, 48, 49, 50. Und hier ran. Wow. Was habe ich getan? Ich habe dich getötet. Yikes! Ich werde niemals den Master Switch, den Masterschalter, den Meisterschalter lebendig erreichen. Wo ist der denn? Der ist doch da oben, ne? Kann ich da hinfliegen einfach? Hier, zack und aus. Hui! Das war's. Knapp über eine halbe Stunde. Schön. Immerhin geschafft. Nicht in der Tür stehen. Vielleicht geht sie zu. Und jetzt zurückfliegen. Ah. Oh. Ja. Hurra! Hurra, es hat geklappt. Vielen Dank fürs Zuschauen in dieser spannenden, adrenalingeladenen, langatmigen Folge. Ja, bis zum nächsten Mal.